Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden, den Engelhardt-Brüdern. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, heute gibt es einen What We Eat in a Day, Arte zum Aufbau. Ich bin jetzt noch extra einen Tag länger in meinem Minicut, weil ich dieses Video unbedingt bringen wollte, ja, weil wir zeigen wollten, wie man innerhalb von ein paar Wochen relativ viel Fett abwerfen kann. Ich habe jetzt in 4 Wochen ungefähr zwischen 2 und 3 Kilo Körperfett abgeworfen. Und mit dem Video können wir euch auch zeigen, was wir jetzt bei einer Mahlzeit im Aufbau machen würden und in der Diät. Genau. Rechter Vergleich, wenn ihr jetzt im Aufbau seid oder in der Diät oder ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, ändern sich da komplett die Lebensmittel, esse ich komplett was anderes, portionieren wir das einfach nur anders, was mache ich, damit ich satt bleibe, kommt noch irgendwas dazu, damit ich auch geiles Essen essen kann. Auf jeden Fall lehnt euch zurück und genießt das Video. So, Freunde, unsere erste Mahlzeit ist gar nicht mal so heftig unterschiedlich. Wir haben ja gesagt, einer ist eine Diät, einer ist im Aufbau und hier sind kleine Unterschiede, die große Auswirkungen haben auf die Ernährung, sag ich mal. Und hier, wie man es bei mir sehen kann, ich habe 2 Sandwiches, quasi mit 4 Scheiben Toast. Das hat Willi nicht, Willi hat keine Toastscheiben genommen, einfach um die Kohlenhydrate zu sparen, ein paar Kalorien zu sparen. Und ich habe hier auch Rolleier einfach auf meinem Brot gemacht und Kochschinken. Ich habe hier natürlich schon versucht, mein Eiweiß reinzukriegen mit der Mahlzeit. Und immer zwischen 30 und 50 pro Mahlzeit. Genau, und ja. Willi, genau, was bei mir jetzt ein kleiner Unterschied, kleiner, aber feiner Unterschied ist, das hier sieht jetzt erstmal aus wie Rührei, ganz normal, aber ich habe das anders gemacht und zwar ohne Eigelb. Warum ohne Eigelb? Weil es einfach viel Fett hat und ich erstmal die Fette sparen möchte. Deswegen habe ich nur 175 Milliliter Eiklar genommen. Dazu gibt es ein bisschen Light Ketchup, 60 Gramm Chicken noch drin und ein Pork Cookie. Dann bin ich auch bei meinen 50 Gramm Eiweiß für die erste Mahlzeit circa. Genau, und was wir hier noch haben, wir trinken beide einen Chai, also quasi einen Tee. Und bei mir ist nicht nur Süßstoff drin, sondern auch ein Löffel Honig für ein paar Kohlenhydrate noch. Meine Mahlzeit hat knapp unter 400 Kalorien. Meine Mahlzeit hat 649 Kalorien, was man auch im Aufbau beachten kann, ist, dass man, wie gesagt, das mit dem Eiweiß 30 bis 50 Gramm ungefähr pro Mahlzeit hat. Ab 20 Gramm wird die Proteinbiosynthese angeregt. Bei 40 Gramm ist das optimal und wenn ihr ein bisschen mehr habt, ist es eigentlich nicht schlimm. Und was auch zu beachten sein kann, ist einfach, dass ihr ungefähr 60 Gramm Kohlenhydrate mindestens habt. Dann habt ihr auch ordentlich Kohlenhydrate fürs Training. Ist auch nochmal ein bisschen leistungssteigernd, wenn ihr es jetzt nicht zu früh vom Training macht. Kleine, aber feine Unterschiede machen schon über 200 Kalorien aus, fast 300 Kalorien sogar. Ja, fast 300 Kalorien. Yes. Also ich würde sagen, wir hauen da erstmal rein und dann geht's auch ins Training. So, zum Push, ob in der Diät oder im Aufbau, gibt's jetzt erstmal schön einen Kaffee vorm Leg Day und was wir jetzt neu bestellt haben, sind Guarana Tabs. Ich weiß gar nicht, wie viel wiegt eine. 500 Milligramm Guarana sind in einer drin. 22% of Koffein, sind 100 Milligramm Koffein circa. Freunde, ich habe mir jetzt gerade auch noch vor dem Training was reingehauen, beziehungsweise jetzt für im Training. Und zwar sieht das Ganze so aus. Und zwar ist das so ein Energy Isocarb. Das ist ein Elektrolytenmix mit ein paar Carbs drin. Feiere ich heftig. Vor allem, wenn die Trainingseinheiten 90 Minuten lang dauern oder ein bisschen länger, knall ich mir rein. So eine Dose kostet, glaube ich, 8 oder 9 Euro. Ja, ich weiß nicht, das Feeling ist irgendwie geil, wenn man knapp fürs Training reinmacht. Und ja, jetzt geht's ab. Wir sind jetzt vom Training zu Hause angekommen. Nach dem Training hatten wir noch 50 Gramm Whey Protein. Wir empfehlen es immer, ums Training sein Eiweiß zu essen und seine Kohlenhydrate natürlich auch, aber primär sein Eiweiß. Und wir hatten zwar vor dem Training jetzt Meal, aber das ist bei uns einfach zur Routine geworden. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch schon weiter unser nächstes Meal, unser nächstes richtiges Meal. Und wir haben ja gesagt, am Anfang des Videos, Willi ist in der Diät, ich bin im Aufbau. Genau, wir haben jetzt einen kleinen Unterschied zwischen unseren Mahlzeiten und zwar habe ich hier einmal, zeig mal drauf, Matroschka, das ist quasi eine kalte Suppe. Ich weiß gar nicht, also da ist
glaube ich, Petersilie, Kartoffel, Ei, Radieschen, bisschen Wurst drin. Also sehr, sehr kalorienarm. Ich würde das jetzt so mit 200 bis 300 Kalorien tracken. Und Arthur hier. Genau, ich habe auch hier so eine kleine Bowl, weil ich einfach Bock auf den Geschmack habe. Und ja, weil es einfach mega geil schmeckt, vor allem bei so warmem Wetter. Ich habe hier noch ein kleines Meal dazu. Und zwar, was heißt klein? Es sieht jetzt relativ wenig also genau, aus. Genau, hier ist hier das Volumenvergleich zwischen meiner Schüssel und Arthurs Schüssel. Könnte man rein theoretisch denken, okay, das wird jetzt nicht viel weniger Kalorien haben. Aber wenn man nicht weiß, was das ist, genau. Weil die Dichte hier einfach viel krasser ist, was hast du da drin? Genau, wir haben hier 100 Gramm rote Linsen. Ich habe das alles zusammen im Topf gemacht, quasi 100 Gramm rote Linsen, direkt mit 75 Gramm Reis im Topf gemacht, Wasser reingemacht, kochen lassen. Und im Endeffekt habe ich noch eine Packung Kidneybohnen reingeklatscht, das sind 225 Gramm. Das werde ich jetzt auch öfter machen, einfach damit man seine Ballaststoffe schön für den Tag gedeckt hat. So wird das wahrscheinlich nicht so überragend schmecken und ich bin so einer, ich hau da immer Freestyle einfach Sachen rein. Ich habe da jetzt 20 Gramm Meerrettich reingemacht, Sojasauce und ein paar Gewürze. Probier mal. Schmeckt auch gut. Also ich habe schon gerade probiert. Ach, ein Stück. Ja. Also jetzt nochmal live. Ich finde, das Meerrettich passt da perfekt rein. Für Leute, die Meerrettich mögen, ist das perfekt. Okay, und hier ist sehr schwer zu beschreiben, wenn ihr Akroschka nicht kennt, wie das... Säuerlich. Es ist leicht säuerlich, relativ flüssig. Also es ist schwer zu erklären. Wie so eine Suppe. Wenn ich sage, wie eine Suppe, dann verstehe ich was anderes. Deswegen ist es ja so schwer kalte zu erklären. Suppe. Aber Suppen sind auch eigentlich nicht so flüssig. Also ist sehr schwer zu erklären, finde ich. Fessige, kalte Suppe, säuerlich. Hört jetzt vielleicht nicht so lecker an, aber ihr müsst das auf jeden Fall probieren, wenn ihr irgendwie irgendjemanden kennt, der irgendwo mal Akroschka anbietet. Oder ihr googelt das probiert. Und macht es euch selbst. Versucht. Oder so. Oder ich frage gleich Mama, wie ihr es gemacht wird, dann könnt ihr es ihr nachmachen, wenn ihr Bock habt. Okay, Mama. Wie macht man Akroschka ungefähr? Oh. Ungefähr, nur ganz kurz. So, ganz kurz. Alles schnippeln. Alles klein machen. Ja, Eier, Kartoffeln, ja. Gurke, ja. Radieschen, ja. Wurst, ja. Dann Kräuter, ja. Dill, ja. Petersilie, ja. Und Zwiebeln. Und die Flüssigkeit? Flüssigkeit, saure Sahne. Ja. Und dann ein paar Löffel Mayonnaise. Mhm. Kann man auch Remoulade ein bisschen. Mhm. Muss man nicht. Und dann mischen und dann drüber Mineralwasser. Und Essig, ne? Essig, Salz. Und das war's. Dankeschön. So, Freunde, wir haben jetzt beide Bock auf einen Snack bekommen. Für mich gibt es nur einen kleinen Apfel, weil ich einfach Bock habe auf was Süßes, was nicht so viele Kalorien hat. Damit und was sättigt, natürlich. Ja, sättigt sich ein Apfel, Digga. Also, ohne Witz, ich würde sogar behaupten, dass dieses Meal und der Apfel ungefähr gleich sättigend sind. Jetzt komm mal runter. Guck mal, wie viel du hast, wie viel ich habe. Okay. Das sind hier keine 100 Kalorien. Für das Bedürfnis reicht der Apfel dann in der Diät auch aus, oder? Okay, sag mir so, wir würden in der Diät das essen, wenn wir Hunger haben, einen Snack wollen und im Aufbau das essen, weil wir brauchen Kohlenhydrate im Aufbau und da kann man sich auch mal schön Rice Krispies gönnen. Wie viel ist denn das? Bei mir? Mhm. 150 Gramm. Mit wie viel Milch? Milch habe ich jetzt Freestyle reingemacht, ungefähr 350, das ist auch so ein Ding. Mache ich nur im Aufbau, dass ich sowas nicht immer abwiege, so sowas wie Milch, Soßen und so. Klar, wenn das jetzt eine Soße mit 50, 80 Gramm Fett ist, dann wiege ich die auch im Aufbau ab. Da muss man sich auch manchmal will man einfach akkurater sein, manchmal denkt man sich so, ob jetzt 20 Kalorien mehr durch Milch oder weniger, spielt im Endeffekt im Big Picture keine große Rolle. Genau. Weil ihr am Ende des Tages auch nicht wisst, okay, war jetzt mein Grundumsatz bzw. mein Leistungsumsatz ein bisschen höher heute, sind es genauso viele wie gestern, deswegen macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied. Das, was hier drauf steht, sind Durchschnittswerte. Die sind auch nicht immer genauso, wie die auf der Packung stehen. Genau. Auch sehr wichtig zu sagen. Also wenn da zum Beispiel draufstehen würde 100 Kalorien, kann es natürlich immer mal sein, dass es Abweichungen zwischen 10 und 20 Kalorien hat, dass es zwischen 80 und 120 Kalorien haben könnte. Deswegen im Aufbau kann man auch mal sowas schätzen, muss man nicht, kann man aber auf jeden Fall. Und ich esse jetzt einen Apfel und dann wird sich auch die letzte richtig große Mahlzeit gemacht. Peace. Keine Chance gegen mich.
Freunde, es wird Zeit für die letzte Mahlzeit. Wir sind gerade in den Tropen angekommen und werden jetzt das letzte schon warm. Ne? Hier hinten sieht man. Ja, es ist schon echt brutal. Tropische Wälder, Regenwald. Wir haben wieder was Unterschiedliches zu essen. Also, das hat jetzt. Ja, hat das einen Grund? Das hat einen Grund, ja. Weil ich bei dir ist viel mehr Protein, bei mir sind viel mehr Carbs, würde ich sagen. Ne? Komm, erstens schon. Das und zweitens, ich habe keinen Bock darauf, was du gerade isst. Ja, genau, das kann auch passieren, dass wir mal nicht auf die gleichen Sachen haben. Hier könnt ihr erstmal mein Meal sehen und zwar haben wir hier 100 Gramm Haferflocken mit 250 Milliliter gekochtem Wasser, also Porridge-mäßig, dann noch 170 Gramm Banane drauf und 50 Gramm Peanut Butter drin. Ich habe einfach noch Fett gebraucht und ich wollte das nicht irgendwie später in Form von irgendwas anderem snacken, deswegen einfach hier direkt rein, wird dann extrem gut schmecken und man hat sein Fett gedeckt für den Tag. Und Porridge bzw. Oats sind so ein Ding, das essen wir sowohl im Aufbau als auch in der Diät. Das Gute da ist einfach, ihr könnt es jetzt so machen wie ich, um einfach extrem viele Kalorien reinzuhauen, wenn ihr so, sag ich mal, Erdnussbutter reinhaut, Honig reinhaut oder Agavendicksaft, irgendwie sowas in die Richtung reinhaut, dann könnt ihr damit ordentlich Kalorien reinhauen und in der Diät könnt ihr was das Ganze... Was kann man damit? Kalorien was? Ich reinhauen. Genau. Und in der Diät kann man das Ganze anders gestalten, indem man ein bisschen mehr Wasser nimmt, das ein paar Mal öfter aufquellen lässt. Dann und auch in die Mikrowelle ballert. Genau, dann hat das vor zwei Jahren immer voll oft gemacht. Genau, in der Diät richtig oft. Und das macht euch dann extrem, extrem satt und lange satt. Hat zwar ja dann ein bisschen mehr Kalorien, aber dann esst ihr halt auch einfach weniger Menge an sich. Genau. Jetzt nicht 100 Gramm, sondern irgendwie 50 oder 60 Gramm. Und Willi, was hast du am Start? Zeig mal, was du hast, mein Freund. Ich habe jetzt hier eine komplett andere Mahlzeit und zwar eine absolut heftige High-Protein-Mahlzeit. Das Meal hier, beziehungsweise die Mahlzeit hat über 100 Gramm Eiweiß. Tschüss. Aber warte, eine Sache fehlt. Und zwar dieser Protein, beziehungsweise diese Protein-Milk von Prozis. Die haben wir letztens das erste Mal bestellt. Wir haben bis jetzt Erdbeer und Vanille probiert. Schoko haben wir auch noch einmal. Ich habe gerade Bock auf was Fruchtiges. Ja, Mann. Und ohne Mist, das ist so eine heftig fette Empfehlung. Ich finde, das schmeckt so weltüberragend. Das schmeckt einfach, ist quasi wie Müllermilch. Nein, wie kennst du die Dinger in der Kaba. Grundschule? Ja, wie in der Grundschule. Ich weiß nicht, ob das überall so war oder... Erdbeermilch, Schokomilch, Vanillemilch. Das hier zusammen hat über 100 Gramm Eiweiß. Ich werde das jetzt auch so machen, nicht, dass ich jetzt alles esse. Ich habe mir das alles vorbereitet. Ich werde das hier aber splitten und zwar ungefähr so ein Dreiviertel davon essen und danach später oder sagen wir zwei Drittel und später noch den anderen Drittel. Ihr merkt, oder Freunde, 9/12. Ihr merkt, Freunde, ich bin am Ende meiner Diät, mein Kopf ist langsam aus und dabei werde ich mir meine Protein-Milch gönnen. Warum ich das mache, ist ganz einfach. Ich versuche ungefähr pro Mahlzeit pipapo zwischen 30 und 60 Gramm Eiweiß zu essen. Jetzt hätte ich hier über 100 Gramm, geht im Notfall auch, aber es ist erst 8 Uhr. Ich werde jetzt erstmal die Hälfte essen, dann so gegen 10, 10.30 Uhr die andere Hälfte. Da bin ich auch gut gesättigt vorm Schlafen, was auch eine dicke Empfehlung von mir ist, beziehungsweise ein guter Rat. Ich kann abends nicht einpennen, wenn ich komplett auf nüchternen Magen pennen gehe, beziehungsweise wenn ich Hunger habe. Morgens zu hungern ist, finde ich, besser als abends, weil ich einfach nicht einschlafen kann mit... Morgens kann man trainieren gehen, wenn man die Freiheit hat und... Genau, beziehungsweise morgens ist man meistens sowieso beschäftigter als abends. Ich sag mal, man arbeitet, man geht zur Schule, man geht studieren, man kann ins Training gehen, wie auch immer. Und da, ich sag mal, Beschäftigung ist das Beste, wenn man Hunger hat, dagegen anzukämpfen und viel Wasser natürlich. Und deswegen lieber mehr abends essen. Auf jeden Fall ist das meine letzte Mahlzeit. Das ist Arthurs letzte Mahlzeit. Ich würde sagen, wir hauen uns hier jetzt noch rein und beenden dieses Video an dieser Stelle. Hoffen, euch hat es gefallen, mal so einen direkten Vergleich zu sehen, wie es bei uns im Aufbau gegen Diät aussieht. Genau, ist ja relativ selten so, dass wir das so machen, dass einer auf einmal diätet und der andere noch im Aufbau ist. Diesmal war es so, wir haben uns gedacht, okay, kann man ein Video draus machen, damit ihr mal ein bisschen seht, weil unsere, sag ich mal, unsere Meals sind eigentlich relativ gleich, deswegen können wir so einen direkten Vergleich von Aufbau zu Diät machen, wie wir es beide so gestalten würden. Ja, ja. Und wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, kommentieren, was ihr für Videos sehen wollt, auch Challenges oder irgendwas. Schreibt es einfach in die Kommentare. Über ein Abo würden wir uns freuen und wenn ihr die Glocke natürlich auch aktiviert, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.